Hi Leute, ich habe hier das ELA 01B, ein Flipper, der ab und zu das hier macht. Klingenstand ist auch nicht ganz perfekt. Ist zwar schon sehr gut, aber ich wollte das Messer jetzt mal auseinandernehmen, die Wascher ein bisschen polieren und mal gucken, was ich da noch rausholen kann. Hier schon wieder. Also wenn man hier fett drückt, er hat als einfach Fehls. Es klappt oft nicht. Da haben wir schon mal das erste Problem bei dem Elan. Für die Achsschraube braucht man hier so ein Spezialtool. Gut, das habe ich. Dann probieren wir mal die zu lösen. Guckt euch das an, das finde ich echt scheiße, sowas. Also, wie kann man so einen Dreck verbauen? Übel. Als nächstes benötigen wir hier ein 6er Torx für die. Ich guck mal, vielleicht reicht es so, wenn ich S-Side auseinander mache. Aber das sehe ich schon. Hier dreht es mit. Was bedeutet, ich brauche ein 6er Gegenstück. Ist wieder scheiße. Ist auch nicht besonders gut. Mach mal, wo was geht. Funktioniert auch nicht. Ich muss hier gegenhalten. Mal gucken, ob das hier mit geht. Ja, das könnte funktionieren. Und das ist schon wieder was, was einfach nur ein Gfummel rumgfummel wird. Aber dann funktioniert's. Also falls ihr mal so Elan zerlecke wollt, 2 Torx, 6er und das komische Dreieckstool. Finde ich einen schlimmen Nachteil an dem Messer, weil ansonsten sind die auch gut und günstig. Es ist natürlich jetzt wieder so eine Scheißgefummel. So. Da haben wir hier einen Liner. Hin dürfte das auch aber schon so funktionieren. Ja, oh, oha. Das ist ja mal ein Big Washer. Vorsicht, die Klinge ist extrem scharf. Aha. Das muss ich mal merken. Also, wo der Liner ist. Das ist hier so dick, das ist schon fast ein Frame-Lock. Da kommt Kupfer und beim anderen kommt der Riese-Washer. Ich habe hier mal noch 2 Ersatz-Nylon-Washer. Ich wollte mal gucken, ob die vielleicht hier vom Durchmesser her abpassen. Ja, die müssten abpassen.
Durch vielleicht das Metallding durch sowas austausche, wenn man noch sehe. Platsch, du ist es weg. Mach mal als erstes mal ein bisschen sauber. Obwohl ich das Messer nie benutze, außer zum Spielen, hat es wirklich noch nichts gemacht. Ist auch das schon mega schmutzig. Ich kann euch also echt nur empfehlen, jedes Messer ab und zu mal zu reinigen. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich es absolut nicht mag, wenn ich ein Messer kaufe und man kann es nicht auseinanderschrauben, weil der Hersteller meint, er muss da irgendeinen Spezialkleber verwende, damit es einfach nicht geht. Weil man muss Messer ab und zu reinigen. Das geht gar nicht ohne. So, guckt euch mal hier den Abrieb an. Ist schon die Klingebeschichtung deutlich abgerieben. So. Dann hier das G10 muss ja auch nicht so hier. Ich sag hier nur, guck mal. Das ist einfach Wahnsinn. Und das Messer war noch nicht raus. Und hat wirklich Schmutz abgekriegt. Das ist hier mal ein fetter Washer hier. Geil. Ja. Hier ist ein Metallwascher. Der ist nicht besonders glatt, würde ich mal sagen. So. Dann hier mal die Platine ein bisschen abgewischt. Man sieht, gute Ausfräsungen, die sind schon extrem. Und hier ist das Gegenstück. Ich mache die Achsschraube mal raus. Die ist ja immerhin auch mitverantwortlich für den Klingenlauf. Muss die auch mal gereinigt und geölt werden. So. Jetzt putzen wir das hier noch. Gucke ich mal, ob ich das hier so fest drehen kann, dass die sich nicht mehr mitdrehen. Drin ist drin. Und weiter, nein, geht's nicht. Okay, das sage ich mal, die Reinigung ist abgeschlossen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Washer. Polierkram. Huh. Jetzt ist der Washer größer wie mein Polierstäsche. Na, macht nichts. Polier mal erst einmal den Metallwascher. Man sieht dann, wenn man schon ein paar Mal drüber geht, schon die Unebenheit. Das ist mal jetzt sogar, wird man es mit dem zu lang dauern. Ich gehe mal noch eine Stufe größer.
ist dann der blaue hier. Das wird mal wieder so 30-Minute-Videos, aber die ich eigentlich gar nicht so mag. Aha, aber gibt's euch Mohe. Glänz, glänz. Und hier, so glänzt nix. Also ich gucke am liebsten so 10, 15-Minute-YouTube-Videos. Ihr könnt hier mal drunter tackern, was euch da am liebsten ist. Stört euch das, wenn ein Video 30, 40 Minuten geht? Oder ist es umso besser? Manchmal finde ich es auch gut, wenn ein Video 40 Minuten geht. Wenn ich im Bett liege und will schlafen, mache ich mir sowas noch an. Und guck, bis ich einschlafe und guck's dann beim nächsten Mal fertig. Ringwascher poliere überhaupt was? Ich sag euch, ja, ich bin der Meinung, das bringt was. Ganz ehrlich. Wenn man sich so manche Wascher anguckt, ihr müsst die mal ausbauen, mal nur so ganz leicht drüber, dann seht ihr sofort, was für ein unebene Kram, der manchmal ausgeliefert wird. Das ist unglaublich. Ich meine, okay. Das Elan hier ist ein echt Low-Budget-Messer. Da kriegt man schon sehr viel für sein Geld. Aber es ist halt nicht perfekt. Da muss man schon ein bisschen nacharbeiten, wenn man das in einer super Qualität will. Zum Beispiel ein ganz perfekter Klingelauf und ein perfekter Klingestand. So, der Metallwascher wäre jetzt mal so weit, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, gibt es euch, wie er blinkt? Kann man natürlich noch weitermachen. Blink, blink. Blink, blink. Sehr gut. Das kann man natürlich bis es nicht mehr geht machen, aber jetzt ist die Frage, nehme ich denn wieder den großen oder den kleinen? Der kleine hier ist von dem Rockstead Klon, der das Batone nicht überlebt hat. Aber ich glaube, ich nehme, ich poliere den großen ein bisschen platt. Ich habe sogar bessere Idee. Den poliere ich ein bisschen hier auf dem grüne Zeug, du Chromoxid. Chromoxidpaste. Ich hoffe, ich versau mir jetzt den Plastikwascher nicht. Egal, ich habe ja ein paar Reserve.
So, jetzt mache ich das sauber. Will gar nicht so richtig sauber wäre. Ich glaube, da werde ich, aber guckt euch mal. Ich meine, jedes Messer hat irgendwie Schmutz. Ich besorge gerade so einen Tropfen. Ja. Klingenöl. Damit putze ich das jetzt ein bisschen. So, jetzt können wir das Ding schon wieder zusammensetzen. Die Achsschraube hat so D-Profil. Die kann man eigentlich nicht falsch einsetzen. Dann nehme ich wieder hier mein Tetra-Gun. Nicht zu viel. Ach, an die Achsschraub kann man das ruhig ein bisschen machen. So. Jetzt kommt der schöne Metallwascher. Neu poliert. Uff, dann machen wir wieder so einen Tropfen. Überhaupt im Bild. das war jetzt ein bisschen viel. Naja. Klinge. Einsätze. So, machen wir erstmal die Metallplatine drauf. So, und jetzt ist G10. Bin mal gespannt, ob es jetzt besser läuft. Erst mal ein bisschen A drehe. Also ihr seht, so 20, 25 Minuten hat man so Messer zerlegt, gereinigt. Und kann es schon wieder zusammenschrauben. So.
Fliegerstand ist noch scheiße. Aber es war klar, wir müssen jetzt hier erstmal wieder gegen halten. Aletto, du siehst, der Klinge stand jetzt schon deutlich besser aus und ich habe die Achsschraube noch gar nicht richtig. Ah, gedreht. Hoho, Leute, das hat's absolut gebrocht. Muss ich sogar noch fester drehen. Der Klingestand ist jetzt richtig perfekt. Ich mache mal das Weiße hier hinten dran. Sieht man das jetzt? Und der Lauf ist. Jetzt fällt die Klinge, ach, wenn ich hier das Liner wegdrück, dann kommt natürlich der Detent wieder zum Vorschein. Das ist mal sogar noch zu locker. Klingenspielhämmer kennst. So, ich wollte nur mal sagen, dass so Gansos oder Elans mit wenigen Handgriffen in unter einer halben Stunde und echt mit wenig Werkzeugeinsatz top gemacht sind. Also das hat sich jetzt hier absolut gelohnt, das mal wieder sauber zu machen. Ist an sich ein schönes Messer. Mit in meiner Arke nur einem riesen Nachteil und das ist die Achsschraube. Die ist kacke. Und zwar total. Ansonsten polierte Washer und ein bisschen Tetragan. Oder was auch immer ihr so nehmt dafür. Ballistol wird wahrscheinlich AG. So, ich glaube nicht, dass das Messer noch Fehls hat. Klingestand top. Sowieso an sich wahnsinnig geiles Messer. Kein Daumenpins, das ist genau was ich stehe, All Black. Kein Daumenpins. Flipper, der jetzt auch gescheit funktioniert. Obwohl das so billiges Elan ist und ich das auch noch von Gearbest habe, ist mir das Messer schon zu schade zu benutzen, weil ich Angst habe, dass ich mir hier die Beschichtung verkratze. Naja, aber jetzt ist es, ach, das ein schönes Spielmesser. So, ich will mal unter 30 Minuten bleiben, Leute. Das war's. Guckt euch nochmal dieses schöne Messer an. Es hat bei Gearbest 15 Euro gekostet. Jetzt, wo ich es gut gemacht habe, würde ich es weitergeben. Für 450. Wer es will, tackert's unten in die Kommentare. Jetzt ist es nämlich handmade bei Marco.
So, das war's. Ciao, Leute.